Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer heutigen Tour hier. Mal ausnahmsweise hätte ich fast gesagt, nein, aber seit langer Zeit mal wieder unterwegs mit dem Tourenfahrt. Also völlig unmotorisiert und auch nicht mit dem Gravelbike unterwegs. Nein, wir machen eine kleine Stadtrundfahrt heute hier, denn wir sind nach Berlin gefahren. Wir, das heißt hier der Peter vom Kanal Black Max und ich, der Swobo, und wir sind hier zu Gast bei lieben Leuten, bei lieben YouTubern, nämlich beim lieben Ronald und bei der Anna, bei der Radelmaus. Und die zeigen uns heute sozusagen ihr Berlin, beziehungsweise einen kleinen Ausschnitt davon. Ich glaube, eine Tour hier heute geplant sind 60 Kilometer, kann man nicht die ganze Stadt sehen. Und wir starten hier, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo im Südosten und fahren jetzt entlang am grünen Streifen hier Süd, wie heißt das hier, Südpark, Naturpark Süd, Richtung Innenstadt und sind ganz gespannt, was wir hier heute erleben werden. Also. Herzlich willkommen jetzt hier auf dem Tempelhofer Feld. Also hier hast du jetzt zum Beispiel in dem Bereich werden sehr viele Elektrofahrzeuge auch mal vorgestellt. Kann man teilweise auch Probe fahren, wo man mal Scooter fahren kann. Das ist der einzige Ort in Berlin, wo man grillen kann, darf. Ja, Freunde, der einzige Ort, grillen darf? Nein, nicht. Man darf in Berlin nicht grillen? Auf dem Lübasser Berg darfst du auch grillen, okay, zum Beispiel. Das ist Berlin, sehen Sie, das ist Berlin, sehen Sie, das ist Berlin. Eine Stadt. Ja, Freunde, wir müssen das ja glauben. Wir können das jetzt ja nicht irgendwie hier. Das ist Berlin. Ronald, ich glaube dir. Hast du Glauben für dich rübergebracht? Ja, Freunde, das finde ich ganz interessant hier. So ein Lastenfahrrad, wo man aber richtig mal sinnvolle Lasten transportieren kann. Nämlich mehrere Getränkekisten zeitgleich. Ja, der Ronald hat mal nachgefragt, das sind selbstgebaute Räder. Ja, nach dem Tempelhofer Feld findet heute wohl so ein Nachwuchsradrennen statt. Und da ist ein bisschen was los. Aber echt spannend, ne? Was ist so mitten in der Stadt? Ist ja irgendwie mitten in der Stadt jetzt hier, oder? Wenn man so will. Mitten im Tempelhof. Also mitten in der Stadt so praktisch da so viel Grün halt, ne? Was erleben kann, Freizeitmöglichkeiten hat. Das ist schon klasse. Es ist immer schön, einen guten Freund zu haben. Ich kann stabile Seitenlage. Aber manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man gut versichert ist. Mittlerweile Kilometer 15, wir sind mittlerweile hier nach Ostberlin rüber geradelt und sind jetzt unterwegs Richtung Plenterwald, einem ehemaligen Freizeitpark. Und aktuell ist die Routenplanung noch ein bisschen in Diskussion, sag ich mal, zwischen den beiden Einheimischen hier, zwischen Anna und Ronald. Mal gespannt. Ich bin der Master of Disaster, ich kenne den Weg. So. Richtungsweisend. So sieht das aus. Da geht's. Kommen jetzt hier links zur Liebesinsel. Ich glaube, das ist Berlin-Treptow, wenn ich es richtig gelesen habe hier. Ja.
Und diese Insel hier befindet sich innerhalb der Spree. Und wir radeln jetzt ein bisschen den Spreeradweg, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der Suche nach dem verschollenen Freizeitpark. Den alten Vergnügungspark hier an der Spree haben wir jetzt gefunden, allerdings ist davon nicht mehr viel über. Und Roland macht sich gerade noch mal kundig hier, ob noch irgendwelche Sachen da zu sehen sind. Altes Riesenrad, alte Bahngleise, irgendwas, aber mittlerweile wohl alles wegdemontiert. Und da kam gerade noch eine nette junge Dame, die ein paar Infos gegeben hat, die zu der Anlage dazugehört. Und die hat gesagt, dass das Riesenrad wieder aufgebaut wird und in 2 Jahren man hier wieder Plenterwald an der Spree Riesenrad fahren kann. Für mich als Dorfkind wieder so totale Herausforderung jetzt hier in der Großstadt Fahrradfahren. Freunde, das ist doch mal hier Kultur, die gelebt wird, Bierkultur. Hashtag Electric Devils, ist das mal was für euch? Hast du eine Flip-Late, oder? Ja. Ist das hier so Standard, Ronald? Das macht man so in Berlin? Eigentlich gibt es keine anderen Fahrräder und wir haben die einzigen beiden Ausnahmen. Ah, okay. Keine Ahnung. Alles klar. Ja, liebe Leute, das ist wohl jedermann bekannt hier. Absolutes Touristen-Highlight in Berlin, natürlich auch für uns hier, Scheck von Charlie. Bin ja noch nie mit dem Fahrrad drüber gefahren. Und heute auch nicht, weil wir biegen vorher ab. Ja, Freunde, mittlerweile sind wir wieder unterwegs und haben uns gerade noch sehr nett und ausgiebig an der Wurstbude unterhalten. Nettes Stündchen da verlebt und sind jetzt wieder hier unterwegs. So ist doch sehr beliebt in Berlin Richtung Abschlussgastronomie. Ja, wie schon zu Beginn der Tour fahren wir jetzt hier wieder durch den Freizeitpark Südgelände. Früher ein alter Güterumkuppelbahnhof oder was auch immer. Und jetzt hier gleich das Ende der Tour. Ja, liebe Leute, bevor die Tour jetzt hier gleich zu Ende ist, hat der Ronald noch ein ganz besonderes Highlight für uns vorbereitet, was vielleicht nicht in jeder Sightseeing-Tour Berlin vorkommt. Nämlich hier die erste elektrische Straßenbahn der Welt ist hier gefahren. Am 16. Mai 1881. Und hier noch die, ja, weiß ich nicht, ob es die Originalgleise sind. Aber war wieder ganz was Besonderes, was du nur entdecken kannst, wenn du mit dem Einheimischen unterwegs bist. Und weiß ich nicht, ob das irgendwo im Reiseführer steht. Also, danke, Ronald. Danke für das ganz besondere Highlight gerne. Jetzt hier. Ne? Sehr gerne. Tippitoppi.
Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier wieder am Ende der Tour angekommen. Mittlerweile in Berlin Lichterfelde. Kleine Gastronomie noch zum Abschluss. Und wir hatten einen wunderschönen Tag, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt nicht so viele erwartete Sehenswürdigkeiten in Berlin eingefangen haben. Aber es ist auf jeden Fall, ich zumindest, und mal Peter auch sehr dankbar, dass wir bei euch sein durften. Ne? Danke, dass ihr uns bei euch auch beherbergt habt. Wir haben eine Kohle gespart. Ne? Auf jeden Fall. Berlin ist teuer. Ich buchen muss. Berlin ist teuer. Und wenn wir dürfen, kommen wir auch gerne wieder. Was sollen Sie jetzt auch sagen, wenn die Kamera läuft? Und hoffen, wir haben noch einen schönen Ausklang heute Abend. Wir haben jedenfalls eine Menge Spaß unterwegs, mal auch Sachen zu sehen von Berlin, die man sonst so nicht sieht, wenn man ohne Einheimische hier eine Tour unternimmt. Und hatten zusammen auf jeden Fall einen schönen unterhaltsamen Tag. Und darauf kommt es für uns ja an. Und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen Unterhaltung hattet. Ich hoffe, dass... Querschnitt durch die Kifferszene. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Swobo. Ciao. Ciao. Und die Kanäle verlinke ich natürlich von den anderen. Ne? Check jetzt mal aus. Selbstverständlich.